Rangieren in Coswig. Guten Nachmittag. Heute ist deine Aufgabe auf Nahverkehr Dresden mal wenig mit Nahverkehr zu tun. Heute hat deine Aufgabe auf Nahverkehr Dresden mal wieder mal wenig mit Nahverkehr zu tun. Meine Güte, ich kann nicht lesen, sondern es muss rangiert werden. Du stehst gerade an einem Gleisanschluss etwas außerhalb von Coswig, wo deine 363 hier in der Mitte im Bild schon bereit steht. Nun sollst du die Wagen auf dem Stumpfgleis neben der Lok zum Betonschwellenwerk ein bis 2 Kilometer weiterbringen. Steige dazu in deine Lok ein und rangiere die Wagen und die Lok in Position, sodass du mit der Lok voraus aus dem Anschluss ausfahren kannst. Die Weichen stehen ab der Ausfahrt schon richtig, sodass sie dich direkt zum Betonschwellenwerk führen. Lade die Wagen dort ab und bringe die Lok dann zu ihrem Ausgangsort zurück. Viel Spaß wünscht der Szenariobauer, das ist der liebe Tom Fresco. Vielen, vielen Dank für das Szenario. Und das wünsche ich natürlich auch. Wir stehen hier in unserer Baureihe 363. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt die da hinten nehmen sollen oder die hier vorne. Ich gucke noch mal ganz kurz hier in die Szenariobeschreibung rein. Also, die 363 steht bereit auf dem Stumpfgleis neben der Lok. Okay, das Stumpfgleis neben der Lok würde ich behaupten. Dann ist die Lok da hinten gemeint, kann das sein? Weil das ist ja im Grunde genommen neben der Lok. Wir sollten vielleicht nicht auf den Gleisen rumlaufen. So, hier einmal der Bahnübergang. Da kommt auch kein Auto. Hier vorne, das sind unsere Wagen. Die werden wir heute rumrangieren. Ja, das Szenario ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gibt es für den PC zum Download. Und hier das Repaint von der Baureihe 363. Im Design von DB Railion. Gibt es ebenfalls als Repaint. Kleines Foto hier. Dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein und schauen wir mal, ob ich sie aufgerüstet bekomme. So, einmal in den Führerstand rein. Tür zu und dann setzen wir uns mal. Und ich setze mir mal meine Kopfhörer auf. So. Okay, dann gehen wir einmal in die Außenkamera und gucken uns um, was wir machen sollen. Wir sollen nämlich Folgendes machen. Wir haben jetzt hier diese Lok rumstehen und da links haben wir die Wagen. Und wir sollen die Lok und den Wagen so in Position rangieren, sodass wir mit der Lok voraus aus dem Anschluss ausfahren können. Also der Anschluss wäre dann praktisch in diese Richtung hier. Ich gucke nochmal auf die Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, wir müssen dann praktisch in diese Richtung. Heißt also, wir müssen erstmal mit der Lok hier hin, die Weiche umstellen, wieder zurück, 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 zurück. Weiter dahin, weiter dahin, weiter dahin, bis hierhin. Fahrtrichtung ändern, in die Richtung. Die Wagen dann ankuppeln, nach hinten ziehen. Ja, dann machen wir erstmal und dann überlegen wir, wie es weitergeht. Okay, dazu würde ich dann sagen, ja, vielleicht auf den. Ja, bleiben wir mal hier sitzen. Okay, aufrüsten. Aufrüsten von der 363. Das kriege ich bestimmt hin. Gehen wir erstmal hier hin. Generalschlüssel ein. Das klingt doch schon mal gut. Die Motoren sind aus. Treibstoffpumpe bitte an. Netzschalter an, damit wir auch Leistung haben. Führerstandsbeleuchtung erstmal bitte auch an. Motorraumbeleuchtung an. Signalleuchte vorne oben an, an, an. Hinten bitte ebenfalls an, denn wir sind am Rangieren. Vorbauleuchten bitte. Instrumentenbeleuchtung, Motorlicht und Scheibenentfroster können wir nicht. Motorstopp brauchen wir nicht. Motorstart können wir nicht, weil wir vermutlich den Fahrtrichtungswender so vielleicht. Haben wir Batteriespannung? Moment.
Okay, lass uns noch mal hier genau überlegen. Was fehlt uns denn noch? Oh, PZB, das passt soweit. Generalschlüssel ist auf an. Motorstart. Okay, wir haben eigentlich Batteriespannung. Das ist der Scheibenwischer. Was haben wir vergessen? Gibt es hier noch etwas Sand? Mikrofon, entkuppeln. Gibt es hier vorne noch irgendwas? Nee. Vielleicht den Fahrtrichtungswender, den können wir noch gar nicht in Vorwärtsstellung. Ventilator, Präzisionssteuerung, das funktioniert glaube ich nicht. Schalthebel. Gehen wir erstmal auf den Rangiergang. Okay, hier können wir nichts machen. Handbremse ist gelöst. Das ist der Scheibenwischer. Das ist die PZB. Batteriespannung ist rot. Das ist nicht gut. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo man die Batteriespannung anschalten könnte. Versuchen wir es nochmal mit Motorstart. Komm schon. Okay, klappt natürlich immer noch nicht. Batterie vielleicht mit Shift B. Steuerung B, Steuerung Shift B. Nein. Bremsen. Okay. Was ist das Problem? Nee, nicht der Scheibenwischer, der ist nicht das Problem. Können wir hier irgendwas an diesen Schränken öffnen? Turbogetriebe, Vorschriften. Okay. 30 dürfen wir im Streckengang fahren. Einmannsposition. Hier die PZB brauchen wir nicht. Makro Kuppeln. Okay, machen das anders. Wir sprinten rüber, die andere Lok war schon aufgerüstet. Ciao. So. Hallihallo. Ne, falsche Seite. Ah, verdammt.
So, dann machen wir uns halt das Ganze mal ein bisschen einfacher. I, L, übernehmen den Führerstand, Fahrtrichtungswender können wir noch nicht in Vorwärtsstellung packen. Treibstoffpumpe ist an, Motor läuft. Vorstandsbeleuchtung. Dann machen wir noch die ganzen Lichter an. So. Fahrtrichtungswender. Warum kann ich den Fahrtrichtungswender nicht in Vorwärtsstellung packen? Weil der Leistungsgeneralschlüssel noch nicht auf an ist. So, dann überlegen wir mal ganz kurz, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen mit der Lok in die Richtung. Haben wir hier eine Doppelkreuzungsweiche? Ja, haben wir. Dann können wir da in das Gleis, können dann zurückrangieren in das Gleis. Können dann nach hinten hin rangieren und dann da rein. Okay, das passt soweit. So. Okay, und auf geht's. So, einmal über die Weiche und dann bremsen wir. Okay. Dann einmal die Weiche bitte umstellen. Hat das geklappt? Oh Moment, wir rollen. Genau, die Weiche müsste so bleiben. Oder? Ja. So, dahin. Die Weiche ist auch korrekt. Und dann. Ja, die auch. Also einmal zurück. Wie schnell sind wir? Ja, 12, 13 km/h. So, Leistung einmal in den Leerlauf. So, Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung.
Das hat geklappt. Dann einmal die Weiche hier umstellen. Genau. Dann einmal die automatische Rangierkupplung. Ja, ist schon gesenkt. Sehr gut. Und einmal rein ranrangiert. Einmal das Makrofon benutzen wegen des Bahnübergangs. So, Leistungsschalter in den Leerlauf. Und einmal langsam bremsen. Oh. Ja, da haben wir die eine oder andere Flachstelle reingefahren. Aber wir sind angekuppelt. Sehr gut. Richtungswender zurück. Müssen wir jetzt einmal überlegen, was wir machen. Also, wir stehen jetzt hier und müssen es schaffen, dass die Lok praktisch in die andere Richtung zeigt. Also werden wir den Zug einmal bis, ja, bis wohin denn? Bis hier nach hinten durch. Und zwar ungefähr bis hier so schieben. Abkuppeln mit der Lok. Oder? Moment, doch, ja. Also ungefähr bis hierhin mit der Lok abkuppeln, über die Weiche drüber, auf die andere Seite. Und dann über diese Weiche wieder zurück. Das müsste eigentlich klappen. Also Richtungswender, Rückwärtsstellung haben wir schon. Bremse ist gelöst. Dann auf geht's. Okay. Warum bewegt ihr euch nicht? Ist eine Handbremse angezogen? Kann ich die Bock hier manuell lösen? Ablassventil. Ich würde gerne meinen Zugverband bewegen. Das geht natürlich nicht, wenn man eine Bremse angezogen hat. So. Smart. So, also wir müssen jetzt praktisch zwischen dieser und dieser Weiche anhalten. Okay, Bremsen anziehen.
Das war ein bisschen zu viel des Guten. Passt das von der Weiche her? Nee, noch nicht. Wir müssen tatsächlich komplett bis an die Weichenbegrenzung. Okay, das müsste hoffentlich reichen. Ja, gerade so, oder? Stehen wir noch auf der Weiche? Nein. Glück gehabt. Okay, dann entkuppeln wir. Lösen die Bremsen. Und ziehen noch ein paar Meter vor. Bis wir über die Weiche sind. Und dann ziehen wir jetzt die Bremse an. Okay, dann einmal die Weiche umstellen. Gucken, ob das auch geklappt hat. Nö, aber jetzt. Genau, dann ziehen wir an den Zug vorbei. Die steht richtig. Die steht auch richtig. Die steht jetzt richtig. Und dann fahren wir bis ungefähr hier hin. Also Fahrtrichtungswende und Vorwärtsstellung. Bremse lösen. Lokbremse lösen. Und Leistung aufschalten. So, wir fahren 21, wir haben noch ein bisschen. Und noch einmal über die Weiche. In den Leerlauf bitte. Und wir halten hinter dem Bahnübergang an. So, 2 Bar müssten reichen. Gut, dann die Weiche wieder umgestellt. Wobei, nee, doch ja, so. Genau. Und die auch so. Fahrtrichtungswende, Rückwärtsstellung. Bremse lösen. Und auf geht's. Einmal gucken, ob die Kupplung auch gesenkt ist auf der Seite. Ja. Schön, wie das alles hier verwittert ist, ne? Die Gleise. Und schön langsam ran. Schaut mal, die Batteriespannung ist hier immer noch rot. Also ist das wohl nicht animiert.
Keine Ahnung, was jetzt mit der anderen Lok falsch war. Schöne Super. Okay, dann müssen wir auch gleich anhalten. Wir können schon mal leicht die Lokbremse anziehen. Nehmen wir schon mal ein Bar ungefähr. Lösen wir noch mal. So, und wir ziehen die Bremse an. Das hat, glaube ich, geklappt. Ja. Dann können wir die Rücklichter hinten ausschalten. Und wechseln mal in den... Ach, wir sind schon im Ferngang. Okay. Mea culpa. Fahrtrichtungswende, Vorwärtsstellung. Einmal die Weichen kontrolliert. Wir fahren jetzt einmal hier lang. Dann fahren wir hier rechts. Sind hier auf diesem mittleren Gleis. Das passt. Einmal die Weiche noch umgestellt. So. Die Weiche passt soweit. Das passt noch nicht. So, ich weiß gar nicht, wo genau wir halten müssen. Ich denke mal vielleicht hier. Ich gucke nochmal ganz kurz in die Szenariobeschreibung rein. Da steht, dass wir zum Betonschwellenwerk 1 bis 2 Kilometer weiterfahren müssen. Ich denke mal, wir werden es schon sehen. Das Betonschwellenwerk. Jetzt können wir aber auch die PZB anmachen. Und zwar in der unteren Zugart. Ja. Und eigentlich auch in der Lisi verlassen aus. So, Vmax ist hier noch 25, weil wir offiziell noch rangieren. So, ich hoffe mal, mit der Leistung können wir die Geschwindigkeit halten. Müsste eigentlich klappen. Wir sehen es ja auch hier links. Dann einmal hier in Coswig am Rangieren. Und einmal Kopf einziehen. So, also wir sind ja offiziell eine Rangierfahrt, sofern ich das weiß, bis wir an einem Hauptsignal vorbeifahren. Und das ist noch nicht passiert.
Hast du aber hier so ein Mikrofon? Als ob wir irgendwelche Fahrgastdurchsagen oder sowas machen würden. Also hat was hier, die Kulisse hier sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Das ist auch Ries. Ist das Riesa? Das ist Riesa, ne? Ich glaube schon. Wir fliegen mal rüber. Ach, Coswig, was sag ich denn da? Ja. Nicht Riesa. Was steht hier? 15 Minuten Verspätung. Ein neues Repaint übrigens. Das kommt demnächst irgendwann auch noch als Video zum Einsatz. Aber darum geht es heute nicht. Sondern es geht um den hier. So, also das ist definitiv noch nicht das Betonschwellenwerk, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher gilt wohl dieses Halt für Rangierfahrten nicht für uns, da wir ja in diesem Sinne zwar, glaube ich, immer noch eine Rangierfahrt sind offiziell, aber ja gerade nicht mehr wirklich rangieren, sondern wir haben ja einen Auftrag. Wir haben ja ein Ziel. Das Betonschwellenwerk. Gut, die Weiche habe ich dann unnötigerweise hier so hingestellt. Dann die Weiche einmal umgestellt. Aha. Ah, schaut an. Ah, hier geht's lang. Okay, wo auch immer wir dann hier genau hin müssen, weiß ich nicht. Aber mal gucken. Vielleicht in das. Ja, in das Gleis hier, weil dann können wir die Lok umsetzen und auf die andere Seite wieder zurück. Ja, schön, dass wir jetzt mal nicht die Hauptstrecke hier erkunden, sondern mal tatsächlich so ein bisschen die Gleisanschlüsse neben der Strecke erkunden, die man sonst normalerweise so nicht im Fahrplan drin hat. Aha, cool. Habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Ventilatorsteuerung. Vakuum aus. Senken. Vakuum. Schaut an, es dreht sich hier. Ja, man kann es leider nicht sehen. Cool. So. Sind zwar ein bisschen zu schnell, aber naja, die 2 km/h. Hier darf kein Feuer gemacht werden. Das sind wohl irgendwelche Abstellgleise da hinten auf der Seite. Das sind dann die Gleise hier. Na, wobei, nee, das sind nochmal andere Gleise. Können wir eigentlich mal ganz kurz mit der Kamera erkunden gehen? Wo sind die Gleise?
Da. Okay, die führen ins Nichts. Man merkt halt anhand der spärlichen Ausgestaltung, dass das hier halt nicht, dass das hier eigentlich nur Kulisse ist in diesem Sinne. Also es war gar nicht angedacht vom DTG, dass jemand mal tatsächlich hier über die Gleise fährt. Gucken wir uns auch mal die Gleise hier rechts an. Ja, hier liegen auch schon die Betonschwellen. Kran. Und dann, oh, wir sind zu schnell, wir müssen auch, glaube ich, hier anhalten. Ja, definitiv. Oh. Und zwar ordentlich. Nicht gut. Ja. Das war ja nicht ideal gelöst. Da hätte man ruhig etwas behutsamer ranfahren können. Genau, und hier stellen wir dann die Lok um. Also einmal die Weiche umgestellt. Schön, hier vorne ist noch Wasser. Blöder Baum. Oh. Halt an. Gut. Einmal auf die andere Seite und dann müssen wir jetzt wieder zurückfahren. Die Weiche steht. Die Weiche steht. Die Weiche steht. Die Weiche umgestellt. Dann fahren wir wieder zurück. Diesmal fahren wir aber den geraden Weg. Und hier einmal auch. Das passt. Oh ja, gut, das passt soweit dann. Dann einmal Fahrtrichtungswende und Rückwärtsstellung. PZBs im Wechsel blinken. Werden uns natürlich nicht befreien. Ich glaube nicht, dass das erlaubt ist. Ich muss einmal hier ans Wasser mal ran. Ah ja, so ein kleiner, schöner See. Bisschen spät.
Hier in Chainspotter-Position. PZB ist tatsächlich, hat sich beruhigt. Und nochmal Makro. Ach komm, fahren wir doch mal die 60, oder? An die dürfen wir gar nicht, wir dürfen aber 40 fahren. So. Das Signal gilt natürlich nicht für uns. Oh, wir haben die Lichter nicht umgestellt. Wie kriege ich denn hinten die Rücklichter rein? Weiß ich gar nicht. Okay, gucken wir uns einmal die Weichen an. Dann fahren wir hier lang. Oh, das will ich gar nicht. Nee, Moment. So. So. Nein. Doch, nee. Doch, so. Ups. und hier hin. Ist das richtig? Nö. Egal. Und dann einmal hier hin. Da stellen wir die Lok dann ab. Dann jetzt mal schnell zurück. Und vielleicht langsam bremsen. Oh, das war... Ups. Ups. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass die Gleise hier enden. Ja. Scheiße. Noch ein paar Fotos. Hauptsache ein paar Fotos machen. Ich weiß schon, was ich als Thumbnail dann nehmen werde. Tja, Lok müde, Lok schlafen.
Ich danke euch fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.